Mein Name ist Dagmar Stöckle. Vor einem Jahr brachte ich 105 Kilo auf die Waage. Das Signal, endlich systematisch die Ursachen für mein Übergewicht anzugehen. Ich spreche mit anderen Betroffenen und recherchiere. Klar ist, wenn ich jetzt nichts gegen mein Übergewicht mache, bin ich in ein paar Jahren richtig krank und noch dicker. Führt es dazu, dass Insulinspiegel ansteigen und Sie dann eine 80-prozentige Blockade der Fettverbrennung haben. Diese Tests suggerieren eben, dass wir schon an diesem Punkt sind. Und das ist, glaube ich, im Moment einfach eine Erwartung, die da geweckt wird bei den Patienten, denen man nicht gerecht werden kann. Übergewichtig war ich nicht immer. Als Leistungssportlerin wog ich bis zu meinem 27. Lebensjahr knapp 60 Kilo. Danach kam der Job als Reporterin. Toll, aber unregelmäßig und stressig. Moi hat drei Distrikte im Landesinneren abriegeln lassen. Hier will ich euch zeigen, was ich in den vergangenen 12 Monaten mit all den Infos unternommen habe. Mehrere Millionen Menschen haben die erste Doku gesehen. Das ist überwältigend, macht aber auch Druck, ob ich den Erwartungen gerecht werden kann. Meine Ausgangsposition, bei einer Größe von 1,67, wog ich 105 Kilo, davon waren 38 Kilo reines Fett. Das Übergewicht hatte Krankheiten verursacht oder verstärkt. Fettleber, Asthma, Schlafapnoe. Meine Ziele? Gesünder werden, Gewicht verlieren. Ein Jahr lang war ich ein bisschen sowas wie mein eigenes Versuchskaninchen. Ich hätte euch total gerne ein Vorher-Nachher-Bild gezeigt. 30 Kilo weniger in 6 Monaten kann ich leider nicht, denn so viel habe ich nicht abgenommen. Insgesamt war es ein interessantes Jahr mit Höhen, aber auch mit einem sehr heftigen Tief, an dem ich beinahe gescheitert wäre. Dennoch habe ich einiges erreicht, bin aber auch ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Meine Suche vor einem Jahr führte mich in ein Schlaflabor. Ich hatte zu Hause nachts eine Atemmessung gemacht. Bei der Analyse stellte der Schlafexperte eine Menge Atemaussetzer fest. In diesem Areal hat das Gerät allein jetzt schon 28 Atempausen pro Stunde Schlaf festgestellt. Ach du Heiland, das ist aber viel, ne? Das ist mittel- bis schwergradig. Die Diagnose Schlafapnoe schockiert mich. Während der Atemaussetzer wird das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt. Der Körper gelangt zu keiner Zeit in den wichtigen Tiefschlaf. Doch nur im Tiefschlaf setzt die Zellerneuerung ein, kann der Körper Fett abbauen. Die Apnoe verhindert also mein Abnehmen. Das Problem drängt. Deshalb bin ich 2 Monate später wieder im Schlaflabor. Hallo. Hallo. Hier werde ich verkabelt. Genau. Und damit kann ich echt schlafen mit dem ganzen Gedöne? Ja. Okay. 2 Nächte werde ich hier verbringen. Normalerweise zahlen die Kassen für die Untersuchung in einer Klinik. Aber ich möchte kein halbes Jahr auf einen Termin warten. Das Problem macht mir Angst. Die Kosten dieses privaten Labors trage ich deshalb selbst. So, das ist dann die Verkabelung aus dem Schlaflabor. Mit so einem Mikro, was alles aufnimmt, was ich da so von mir gebe nachts. Da. Atmen soll ich mit einer Atemdruckmaske, über die konstant Luft mit einem Druck von 5 bis 7 Millibar in meine Lunge gelangt. Der Luftstrom soll die Atemwege erweitern und damit die Aussetzer verhindern. Während der ganzen Nacht überwacht mich eine Kamera. Sollen wir das Licht ausmachen? Ja, bitte. Ja, dann eine gute Nacht. Ach, nach dir. Während des Schlafs werden meine Vitalfunktionen wie Blutdruck und Sauerstoffsättigung überwacht. Bei der ersten Messung ohne Maske hatte ich 28 Atemaussetzer pro Stunde. Mal gucken, ob es mit Maske weniger sind. Am nächsten Morgen erklärt Schlafexperte Lennart Knaack mir die Messergebnisse aus der Nacht. Guten Morgen, Frau Stöckle. Hallo, wie haben Sie geschlafen? Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich winke mal. Ja. Ja, ich habe eigentlich sensationell geschlafen. Ich habe Ihnen das hier schon mal aufgemacht und jetzt halten Sie sich fest, einer pro Stunde. Wir sind jetzt in den Normalbereich. Wir sagen, unter 5 müssen wir kommen. Sie haben nur noch mit der Maske jetzt in dem Therapiebereich zwischen 5 und 7 Millibar einen pro Stunde. Nur noch ein Aussetzer. Das ist die eine gute Message. Die andere bessere Nachricht ist auch noch, Sie haben nur noch einen ganz, ganz geringen Teil der Sauerstoffwerte unter 90%. Neben der Reduzierung der Atemaussetzer sinkt während der Nacht auch mein Blutdruck auf optimale 115:81. Wenn die Atemdruckmaske im Alltag funktioniert, werde ich besser und vor allem tiefer schlafen. Und nur im Tiefschlaf funktioniert der Fettabbau in den Körperzellen.
Es ist interessant, dass man feststellen kann, dass viele Schlafapnoe-Patienten übergewichtig sind. Und dann fragt man, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Dann sagt man, Übergewicht begünstigt Obstruktion, Verengung der Atemwege. Aber umgekehrt ist es auch so, dass Atemaussetzer über die nächtlichen Sauerstoffabfälle und über den Einfluss auf die sättigungsregulierenden Hormone Hunger erzeugt und übergewichtig macht und den Stoffwechsel so, sagen wir mal, in Speicherlaune bringt und nicht, dass das Fett verbrannt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Der erste Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss ich nur noch meine ungeregelten Schlafenszeiten in den Griff bekommen. Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Was ist zielführend für die Gewichtsreduktion? Sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben mir geschrieben, dass sie unter ihrem Übergewicht leiden, zig vergebliche Diäten hinter sich haben. Etliche haben es auch geschafft, abzunehmen. Ich beschließe, der Schwarmintelligenz dieser Menschen zu folgen und ihre Anregungen und Tipps aufzunehmen. Immer wieder kommen die Stichworte Diabetes, Mikrobiom und Stress. Also mein Job per se ist stressig, weil er sehr unregelmäßig ist und weil der Druck auch immer da ist. Es sind lange Tage, manchmal 16 Stunden, 18 Stunden. Kein vernünftiges Essen häufig. Stress erhöht die Ausschüttung von Hormonen, die Übergewicht begünstigen. Eines davon ist das körpereigene Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Dazu schreibt Userin Natalie: Ein Vortrag meines Arztes und das Wort Diabetesrisiko haben allein schon gereicht. Gernot vermutet, Insulin sorgt für Fetteinlagerung. Eine Ernährung, welche das Insulin tief hält, ist eine Lösung zur nachhaltigen Gewichtsreduktion, schlägt User Max vor. Abnehmen geht nur, wenn ich meine Ernährung grundlegend ändere. Deshalb will ich mehr darüber wissen, ob und wie das körpereigene Hormon Insulin den Blutzucker beeinträchtigt. Wie macht das dick? Und was bedeutet Diabetes? Wird's dann schwieriger mit dem Abnehmen? Fahrt zum Westdeutschen Zentrum für Diabetologie. Übergewichtige wie ich leiden oft am Diabetes mellitus oder Typ 2 Diabetes. Meine Zuckerwerte sind laut der letzten Blutbilder eigentlich in Ordnung. Doch das will ich nochmal checken lassen. Ich mische Ihnen jetzt die Glukoselösung. Die wird gemischt mit 300 Milliliter Wasser. Das ist Glukose, Traubenzucker, 75 Gramm. Also ganz normaler Traubenzucker, wie man den auch früher Kindern immer gegeben hat, wenn die in die Schule gegangen sind. Genau. Okay. Mhm. Dann wird das ein bisschen geschüttelt, damit sich das alles auflöst. Nach dem Glukosetoleranztest wird mir dreimal im Abstand von je einer Stunde Blut abgenommen, um den Zuckerspiegel zu bestimmen. In der Zwischenzeit soll ich mich möglichst wenig bewegen. Zeit für eine kurze Recherche. Jeder vierte Mensch in Deutschland ist stark übergewichtig. 6 Millionen der Gesamtbevölkerung haben den übergewichtsbedingten Diabetes 2. Mir selbst ist noch nicht klar, wie der Blutzucker mit meinem Übergewicht zusammenhängt. Herr Professor Martin? Ja, Hallo. Sie sind Frau Stöckle. Ja, bin ich. Schön, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Sie haben einen nüchtern Blutzucker von 100, aber der 2-Stunden-Wert liegt bei 145. Normal ist unter 140. Aber das ist noch kein Diabetes, sondern zwischen 140 und 200 haben wir einen sogenannten Prädiabetes, eine Vorstufe. Aber bisher haben immer alle gesagt, Zuckerwerte sind okay. Ja, weil alle nur über den nüchternen Blutzuckerwert gemacht haben und keinen Blutzuckerbelastungstest. Also der Blutzuckerbelastungstest ist das Wichtige mit 75 Gramm Traubenzucker. Den machen alle nicht so gerne, weil man muss 2 Stunden sitzen, die Wartezimmer sind dann voll. Aber das ist der verlässliche Wert. Aber dieser Test ist besonders gut, weil wir ja auch die Insulinspiegel gemessen haben. Und da wird es jetzt total spannend und das erklärt auch, warum Sie so ein bisschen Probleme mit Ihrem Gewicht haben. Der schießt dann nach einer Stunde auf über 60 hoch. Je übergewichtiger man ist, umso mehr Insulin produziert man. Bei 60 haben Sie ungefähr eine 90-prozentige Blockade Ihrer Fettverbrennung und der Körper lagert das Fett schön ab. Besonders im Bauch und ganz besonders in der Leber. Auch wenn ich mich viele Tage am Stück gesund ohne Zucker ernähre, komme ich irgendwie nicht runter von meinem Speck. Ja, das ist aber ganz typisch. Weil Zucker ist ja nicht das Einzige, was die Insulinspiegel erhöht, sondern das sind die Kohlenhydrate generell. Das heißt, es ist völlig egal, ob Sie jetzt Zucker essen, ob Sie Kartoffeln essen, ob Sie Reis essen oder das gute Vollkornbrot. Alle diese Produkte erhöhen Ihre Insulinspiegel und Obst auch. Deshalb empfehle ich immer Obst ohne Zucker und das ist Gemüse. Klare Ansage. Die Zuckerwerte müssen runter, sonst habe ich in 10 Jahren womöglich massiv Diabetes.
Ich bekomme einen Blutzuckertracker unter die Haut gesetzt. Früher mussten sich Diabetiker für die Kontrolle ihrer Werte in den Finger pieksen. Ich kontrolliere den Anstieg der Zuckerwerte jetzt einfach per App. Zu Hause probiere ich aus und bin überrascht, wie schnell mein Körper auf bestimmte Dinge reagiert. Hier kann man genau sehen, ich habe was gegessen und zwar ein Müsli und der Zuckerspiegel ist von 91 hochgegangen auf 132, also richtig gut hoch. Dann bin ich irgendwann zum Training gefahren, dann ist er wieder runter und zwar auf 72, was ein echt niedriger Wert ist. Nudeln und Kartoffeln treiben den Zuckerspiegel hoch, ebenso Mehrkornbrötchen. Am heftigsten ist der Anstieg ausgerechnet bei Sushi, einem meiner Lieblingsessen. Hier steigt der Peak auf knapp 200, mein höchster Wert überhaupt. Sushi enthält Essig mit enormen 22 Gramm Zucker pro 100 Millilitern. Auf viele dieser Lebensmittel wäre ich im Leben nicht gekommen. Aber wenn ich den Diabetes nicht in den Griff bekomme, wird's nichts mit dem Abnehmen. Ein bloßes Reduzieren meiner Essensmenge oder Weglassen von Süßigkeiten wird nicht reichen. Das wird mir jetzt klar. Die wichtigsten modernen Ernährungskonzepte setzen auf Pausen zwischen den Mahlzeiten, damit der Insulinspiegel sinken kann. Außerdem möglichst wenig Kohlenhydrate und Zucker. Low Carb versucht, Kohlenhydrate stark einzusparen und zählt Kalorien. Komplett auf Kohlenhydrate und Zucker verzichtet man bei der ketogenen Ernährung. Dafür sind hier Fett und Öl erlaubt. Ketogen ist mir für den Anfang zu heftig. Ich versuche es mit 3 klar definierten Low Carb Mahlzeiten am Tag ohne Snacks. Normalgewichtige Menschen ohne Gesundheitsprobleme können natürlich alles essen. Doch Übergewichtige wie ich mit Erkrankungen wie Diabetes müssen umdenken. Wenn man hier drauf schaut, sieht es auf den ersten Blick ganz gesund aus. Aber wenn man genauer hinguckt, weiß man natürlich gut, Chips sind jetzt nicht wirklich gesund. Ebenso wenig Kekse, Gebäck jeder Art. Schokolade fliegt natürlich auch raus. Nudeln, auch nicht gesund, weil Weißmehl. Was auch rausfliegt, sind alle Produkte, in denen Süßstoffe drin sind oder normaler Zucker, also Joghurts, Puddings und so weiter. Genauso gut aber auch fruktosehaltige Produkte, wie zum Beispiel Obstsaft. Dann haben wir hier Brot, Vollkorn sind Kohlenhydrate, sind auch rausgeflogen aus dem Ernährungsplan. Kartoffeln, stärkehaltig, Stärke wird umgewandelt zu Glucose, fliegt auch raus. Dann haben wir hier eine Papaya, das bleibt. Dazu kommen dann noch Beeren, das geht auch. Aber vor allem Zitrusfrüchte und Bananen fliegen auch raus. Und das, was übrig bleibt, Käse, Fisch, das hier als Symbolbild für Fleisch, Wurst. Dann haben wir ziemlich viel Gemüse, Eier, Pilze, einige wenige Milchprodukte. Ich versuche es erstmal mit möglichst wenig Kohlenhydraten und nehme mir vor, im Schnitt rund 1600 Kalorien pro Tag zu essen. Auf jeden Fall möchte ich weiterhin mit Familie und Freunden essen. Gemeinsame Mahlzeiten sind uns wichtig. Schwierig wird es, wenn die anderen dann Pasta auf dem Tisch haben und ich widerstehen muss. Immer klappt das nicht. Richtige Ernährung ist ein Lernprozess. Ich wiege Lebensmittel ab, um ein Gefühl für die Menge zu bekommen. Und scanne Lebensmittel per App, denn sonst belügt man sich leicht selbst. Ich habe ja früher Obst ohne Ende in mich reingebaggert, ja? Obst war mein Süßigkeitenersatz. Ich habe morgens angefangen mit einem Obstsalat, bestehend aus einem Apfel, einer Banane und einer Apfelsine. Und dann zum Mittagessen, zum Nachtisch halt Schüssel Erdbeeren. Und wenn ich abends Lust auf was Süßes hatte, habe ich mir total oft einfach so 2 Apfelsinen geschält. Studien belegen klar, dass starker Obstkonsum eine Fettleber begünstigt. Inzwischen verstehe ich, dass die ganze Fructose sich in der Leber abgelagert und für die Verfettung gesorgt hat. Mein Speiseplan ändert sich. Ich vermeide stark verarbeitete Lebensmittel und kaufe anders ein. Doch das verursacht oft Frust. Gefühlt ist überall Zucker drin. Häufig getarnt unter Bezeichnungen wie Glukosesirup, Dextrose, Maltodextrin. Der Erfindungsreichtum der Lebensmittelindustrie scheint unendlich. Das macht es Menschen wie mir, die abnehmen wollen, zusätzlich schwer. In den Süßigkeitengang gehe ich gar nicht erst rein. Wir alle wissen, dass Bewegung beim Abnehmen hilft. Sportmediziner sagen, dass Sport rund 30-40% der Gewichtsabnahme ausmacht. Faustregel: je höher die Muskelmasse, desto mehr Energie verbrennt der Körper.
Bislang habe ich ein-, zweimal pro Woche trainiert, doch eher unstrukturiert. Zurzeit schleppe ich 38 Kilo Fett mit mir herum. Man denkt häufig an Ausdauertraining, Kalorienverbrennen, aber gerade auch die Muskulatur erhalten. Denn wenn du Gewicht reduzieren möchtest, dann willst du in ein Kaloriendefizit kommen. Das heißt, du möchtest weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Und was dann passieren kann, ist, dass du Muskelmasse abbaust. Aber die wollen wir ja gerade auch haben, damit du den ganzen Tag über auch viel Energie verbrauchst. Und deswegen auch definitiv ein Krafttraining hinzufügen. Mein neuer Trainingsplan beinhaltet einmal Kraft- und zwei- bis dreimal Herz-Ausdauertraining bei niedrigem Puls pro Woche. Ob dieser Plan im Alltag umsetzbar ist, muss ich zeigen. Als alleinerziehende Mutter und berufstätige Frau mit unregelmäßigen Arbeitszeiten wird das wohl nicht immer klappen. Für mich wäre es schon ein tolles Ergebnis, unter 100 Kilo zu kommen. Das hatte ich zuletzt vor 6 Jahren. Nach 4 Monaten habe ich es endlich geschafft. 99,6 Kilo. Ich fühle mich leicht. Eine immer beliebtere Methode zur Gewichtsreduktion sind magenverkleinernde OPs. Die Zahl dieser OPs hat sich in Deutschland in nur wenigen Jahren verdoppelt. Wahnsinn. Hier wird ein Stück des Magens entfernt oder der Magen durch ein Band verengt, sodass weniger Nahrung hineinpasst. Im Jahr 2021 gab es rund 20.000 solcher Eingriffe. Dabei sind diese OPs nicht risikofrei. Die User sind sich einig. Bei 105 Kilo über eine Magen-OP nachzudenken, finde ich höchst gefährlich, schreibt Frank. Oder auch, sobald die Motivation stimmt, sind sie auf dem richtigen Weg, auch ohne Magen-OP. Alles Gute, ich hab's auch geschafft. Dass es kaum ohne OP geht, halte ich für eine fatale Botschaft. Für mich wäre das die wirklich letzte Option, wenn gar nichts mehr geht, sagt Susanne. Ein Jahr zuvor im Adipositas-Zentrum Bottrop wurde ich mit einer heftigen Aussage konfrontiert. Von allen Patienten, die hier hinkommen, die vergleichbar mit mir sind, wie viel schaffen es ohne OP? 20%. 20% ist nicht viel. So ist die Realität. Nur einer von 5 Übergewichtigen schafft es ohne OP? Aber schneiden wir als übergewichtige Gesellschaft uns mit der vermeintlich leichten OP das Übergewichtsproblem dann einfach nur weg? Im Internet finde ich einen interessanten Blog, in dem eine Patientin über die Folgen ihrer Magenverkleinerung berichtet. Ich will von ihr wissen, wie es ihr damit geht und ob es nicht doch eine Option für mich ist. Hallo Frau Schieber, wie geht's ums Thema OP? Und Sie haben ja auch eine OP hinter sich gebracht. Anke Stieber hatte vor 8 Jahren die erste von 2 Magen-OPs. Wir verabreden uns in Mannheim. Treffen im Park. Zu ihrer Höchstzeit wog Anke Stieber 196 Kilo bei einer Größe von 1,77. Durch die OP nahm sie 92 Kilo ab. Ich denke, dass Essen mein Frust und meine Freude war. Mit Essen habe ich Gefühle runterschlucken können, mit denen ich schon immer Probleme hatte, die zu äußern, auszuleben. Würden Sie sagen, dass Sie süchtig nach Süßem waren, nach Zucker? Ja, definitiv. Vor allem nach der Kombination. Da waren auch Chips dabei, also Kartoffelchips, nicht nur Schokolade. Und ich habe mein Taschengeld da drin angelegt und habe es bevorratet, ich habe es gehamstert. Also als Kind oder Jugendliche? Als Kind, ja. Habe die Papierchen versteckt und habe die wieder entsorgt, dass keiner merkt, dass ich so viel davon gegessen habe. Zuckersucht, das alte Thema, auch für mich. 33,8 Kilo Zucker essen wir Deutschen durchschnittlich pro Jahr. Wie war das denn, als Sie nach der OP so richtig viel abgenommen hatten? Das muss doch cool gewesen sein, oder? Einerseits schon. Ich habe mich gefreut, endlich von der Stange Bekleidung kaufen zu können. Andererseits hatte ich auch Wut in mir. Wut auf mich selber, dass ich so lange mir diesen Schritt verwehrt habe. Dass mir niemand gesagt hat, wie einfach das ist, mit einer OP abzunehmen. Aber dieses Suchtverhalten, diese Hyper auf Zucker, ja. Fett und so, den wird man ja durch so eine OP nicht los, oder ist der dann weg? Nein, den wird man nicht los. Da muss man effektiv dran arbeiten, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt gefühlt quasi viele Monate gebraucht, um wirklich diese Süßstoffe auch überall rauszukriegen, ja, und genau. alles wegzulassen. Mhm. Auch den Honig im Joghurt. Ja. Und ich glaube aber, das ist der richtige Weg. Meiner Meinung nach ist es der einzige.
Das Problem kenne ich. Nur einen Schokoriegel zu nehmen und den Rest der Tafel übrig zu lassen, ist schwer. Also gar kein Zucker. Zu Hause erzählt Anke Stieber von der Zeit vor der OP. Cooler Arbeitsplatz. Dankeschön. Es ist mir schwer gefallen, vom Sofa zum Auto zu laufen. Jede Alltagsbewegung, Treppen zu steigen, das ist einfach fast nicht mehr möglich in dem Gewicht. Die Menschen im Umfeld sehen manchmal nicht, welchen Weg ein Übergewichtiger schon hinter sich hat. Trotz ihrer Gewichtsabnahme ist Anke Stieber für viele mit ihren 104 Kilo immer noch dick. Was hat denn Ihr Körper dazu gesagt, dass er halbiert wurde? Ich habe das Gefühl, dass er erleichtert war, dass er nicht mehr das Gewicht zu tragen hatte. Ich hatte Probleme mit dem Fersensporn, mit Arthritis und das ist alles, war alles weg gewesen. Alles weg. Ich konnte auf einmal Treppen, da musste ich mich nicht mehr hochziehen, sondern ich bin die hoch und runter gesprungen. Und der hat sich einfach nur gefreut, mein Körper. Haben Sie auch das Gefühl, dass ab so einem bestimmten Gewichtslevel oder auch ab einem bestimmten Alter, über 50, quasi jedes Gramm sich an einem festklammert und sich dagegen wehrt, abgenommen zu werden? Das Gefühl hatte ich schon immer. Das hatte ich quasi schon vorher, weil ich habe unzählige Diäten, Diätversuche gemacht, habe sehr restrikt mich ernährt, Kalorien gezählt, was man sich nur denken kann, welche Diäten. Und das hat nicht funktioniert. Und deswegen bin ich heute sehr viel mehr fester überzeugt, dass das eine hormonelle Sache ist. Wenn die Hormone in Ordnung sind und dann fällt auch das Gewicht ab. Anke Stieber hat ihre Essensmenge halbiert. Das muss sie auch, da sich sonst ihr kleiner Magen wieder dehnen und sie zunehmen würde. Für sie ist Essen einfach nur noch Nährstoffaufnahme, ohne viel Genuss. Auch jetzt, 8 Jahre nach der OP, können Sie nicht mehr als 200 Gramm essen? Ja. Ich merke das sofort, mir wird sofort schlecht, wenn ich über den Punkt hinaus esse, der mir nicht gut tut. Häufig können Menschen nach einer Magen-OP das einmal abgenommene Gewicht nicht halten, der sogenannte Jojo-Effekt. Anke Stieber ließ nach der OP Süßigkeiten und Kohlenhydrate weg, nahm nochmal 20 Kilo ab auf 86. Doch sobald sie wieder normal aß, kamen die Kilos zurück. Die Magenverkleinerung erfordert große Disziplin, vor allem bei der Essensmenge. Denn das Hungergefühl im Kopf bleibt. Es gibt ganz viele Strategien, die da teilweise erfunden werden, dass man eben anstelle von 20 Minuten 2 Stunden isst, wenn man das nur verteilt. Das ist Fluch und Segen solcher Operationen. Die schränken das nur für den Moment ein. Die Passage der Nahrung, die geht aber sehr schnell durch, besonders durch den Bypass. Und je schneller die Nahrungspassage durch den in Richtung Darm geht, desto schneller ist das Gefühl natürlich auch wieder da, oh, jetzt ist ja leer, ich kann wieder alles essen, ich kann wieder essen. Sodass man quasi alle Stunde was essen könnte. Und damit natürlich wieder auf die Essensmenge einer Vor-OP-Zeit kommt. Anke Stieber hat sich zwar quasi halbiert, ließ sich jedoch vor kurzem ein zweites Mal am Magen operieren. Nur so kann sie jetzt weiter Gewicht verlieren. Die OP macht nicht automatisch schlank. Ihr Traum, dauerhaft unter 100 Kilo zu kommen. Die Magen-OP verursacht eine künstliche Mangelernährung. Anke Stieber muss deshalb dauerhaft Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich nehme aus dem Treffen bei ihr mit, dass die Magenverkleinerung in vielen Fällen sinnvoll ist. Für mich erscheint mir ein solcher Eingriff als zu extrem. Zwei Monate später. Alle Aufträge kommen auf einmal und die Drehtage sind ultra lang. Ich bin selten zu Hause und dann ziemlich müde. Mein Trainingsplan lässt sich im Alltag kaum umsetzen. Auch selber kochen klappt nur, wenn ich zu Hause bin. Ich esse leider Kohlenhydrate, nehme sogar wieder 1 Kilo zu. 4 lange Monate ist meine Motivation im Keller. Aber nach dem heftigen Motivationsloch im Sommer entspannt sich im Herbst meine Jobsituation. Ich mache mich mit neuem Mut an mein Gewichtsproblem. Viele Zuschauer schreiben mir, dass sie das Thema Mikrobiom, also Darmbakterien, wichtig finden. Userin Gabriele meint, ich habe auch mit Übergewicht zu kämpfen. Der Darm spielt auch eine große Rolle, wenn es ums Abnehmen geht.
Karin R. schreibt, da wäre vor allem der Faktor Darmgesundheit. Viele Menschen leiden unter einem Reizdarmsyndrom. Nur mit gesunder Darmflora kann man erfolgreich Gewicht reduzieren, sagen Studien. Im Internet gibt es viele Labore, die die Darmflora anhand einer Stuhlprobe analysieren und Probiotika, also Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bakterienkulturen, anbieten. Ich bestelle ein Probenset. Kosten der Analyse knapp 240 Euro, die ich aus eigener Tasche bezahle. Dann fülle ich die Probe ein, kreuze auf der Liste eine Untersuchung des Mikrobioms an und schicke sie ab. Wie aussagekräftig diese Untersuchung sein wird, kann ich nicht beurteilen. Dabei wird mir ein Mikrobiomforscher der Uni Tübingen helfen. Wenn ich jetzt zu Dreharbeiten fahre, koche ich vor, komplett ohne Kohlenhydrate. Ersetze zum Beispiel Kartoffelbrei durch Blumenkohlstampf. Dann bin ich unterwegs nicht angewiesen auf Spontankäufe. Bin ich mehrere Tage weg, brauche ich einen großen Koffer. Platz für meinen Wasserkocher, für ein Süppchen zwischendurch und für mein Atemdruckgerät. Nach dem Motivationsloch im Sommer ist mir noch klarer geworden, dass mein Job der größte Stressfaktor ist. Denn sobald ich beruflich reise, verfällt mein Körper in eine Art Notmodus. Iss was, du weißt nicht, wann es wieder was gibt. Es riecht schon gut, es ist echt immer ein Spießrutenlaufen hier. Für unterwegs habe ich jetzt gesunde Snacks dabei. Hartgekochte Eier, Nüsse, Mini-Tomaten. Klappt nicht immer, aber immer öfter. Schwierig wird's dann wieder im Hotel. Fast überall gibt's Minibars oder verlockende Snackteller. Die Uniklinik Tübingen am nächsten Morgen. Hier will ich die Qualität meines Mikrobiomtests aus dem Internet checken lassen. Also die Forscher hier in Tübingen gehören bundesweit schon zu den Koryphäen auf dem Gebiet Mikrobiom. Ich komme mir fast ein bisschen komisch vor, hier mit meinem kleinen Test anzulaufen. Die Experten erforschen Zusammensetzung und Auswirkungen des Mikrobioms. Die Zusammensetzung ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Billionen von Bakterien tummeln sich in unserem Darm, gute und schädliche. Das Mikrobiom reagiert extrem schnell auf Veränderungen. Schon ein paar Tage, ganz ohne Fleisch oder mit mehr Zucker, ändern die Zusammensetzung. Für wirklich zuverlässige Aussagen arbeiten die Forscher hier mit DNA, also dem Erbgut der Mikroorganismen, das genau untersucht wird. Ich frage Mikrobiomforscher Professor Malek nach der Aussagekraft meines Tests. Also ich hätte mir jetzt tatsächlich vorgestellt, ich schicke die Probe hin, die wird analysiert und dann kommt ein Ergebnis raus und dann heißt es, du musst das und das nehmen, dann wird alles total toll. Ja, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Wir sind nicht an einem Punkt, wo wir sagen können, wir hemmen jetzt oder fördern die Produktion von bestimmten Stoffen in ihrem Darm, um ihre Gesundheit zu nützen. Wir werden aber zu diesem Punkt kommen in den nächsten Jahren. Also das ist sicherlich eines der großen Ziele jetzt im Moment auch in der Medizin. Diese Tests suggerieren eben, dass wir schon an diesem Punkt sind. Und das ist, glaube ich, im Moment einfach eine Erwartung, die da geweckt wird bei den Patienten, denen man nicht gerecht werden kann. Das ist das Gleiche, was ich... Viel gebracht hat mir dieser einfache, aber teure Mikrobiomtest aus dem Internet nicht. Sinnvoller wäre eine Metagenomsequenzierung, also eine Untersuchung der kompletten DNA meiner Darmbakterien, erfahre ich. Das ist mir im Moment zu aufwendig und vor allem zu teuer. Ich stelle das Thema erstmal zurück und kümmere mich um den nächsten Punkt auf meiner Gesundwertliste, die Fettleber. Viele Zuschauer haben ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht. Efi schlägt vor, mehr Beeren essen und zu viel süßes Obst weglassen. Fettleber kommt auch von zu viel Zucker. Das Problem nicht-alkoholische Fettleber ist nicht nur bei Übergewichtigen ein Riesenproblem, sondern auch bei Schlanken, meint Susanne V. Aber wer weiß schon, dass Obst und Säfte die Leber fett machen, wenn er sich nicht aktiv damit beschäftigt? Fast ein Jahr nach der ersten Untersuchung im Adipositas-Zentrum bin ich wieder dort. Diese Fettleberdiagnose im vergangenen Jahr hat mich am allermeisten von allen Sachen genervt, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass es besser geworden ist, weil ich mich so am Riemen gerissen habe im Laufe des vergangenen Jahres. Ich habe so viel Obst weggelassen und so, aber man weiß ja nicht. Fast die Hälfte aller Deutschen hat eine Fettleber. In diesem Organ lagert sich der überschüssige Zucker aus Alkohol,
vor allem aber Fructose, also Fruchtzucker, als Fett ab. Die Folgen einer Fettleber können gravierend sein. Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar Leberversagen. Im vorigen Jahr hatte die Radiologin einen Ultraschall gemacht. Das Ergebnis war für mich unerwartet und sehr unangenehm. Die Leber bei Ihnen ist verfettet. Okay. Was ich sagen kann, es ist sicherlich keine massive. Es ist ja immer eine Frage der Dauer, wie lange man adipös bleibt und wie lange man die Organe dahingehend schädigt. Ne? Ja. Hallo Frau Stöckle, grüß Sie, herzlich willkommen. Hallöchen. Schön, Sie wieder zu sehen. Ja. So, Sie können gerne hier ablegen. Wir wollen ja heute noch mal den Ultraschall wiederholen vom Bauch. Ne? Ja. Und es ist jetzt fast 12 Monate her, dass wir uns nicht gesehen haben. Ja. Und der erste Eindruck, ich bin sehr positiv überrascht. Das Lob geht runter wie Butter. Ich selbst bin etwas enttäuscht, hätte gerne mehr Kilos verloren. Wobei Studien sagen, dass man pro Jahr maximal 10% des Körpergewichts abnehmen sollte, eben um den Jojo-Effekt zu verhindern. Doch jetzt bin ich erstmal nervös. Ich muss es noch vergleichen mit den Voraufnahmen, aber ich habe den Eindruck, dass die Verfettung vielleicht schon zurückgegangen ist. Nach dem Ultraschall folgt die Auswertung am Bildschirm. Die Radiologin vergleicht die Aufnahmen aus dem Vorjahr mit dem neuen Ultraschall. Ich bin gespannt, ob sich der erste Eindruck bestätigt. Das ist das Nierenparenchym, das ist ganz dunkel. Und wir haben dann dazu das Leberparenchym, das hat so ein Mittelgrau, würde ich jetzt sagen. Und da ist ein ordentlicher Unterschied von den Grauwerten her. Und wenn wir jetzt hier das heutige Bild sehen, da ist ein dichter Unterschied, aber der ist nicht mehr so groß, wie er damals war. Also das sieht man wirklich mit bloßem Auge. Ich finde, das ist schon ein sehr gutes Ergebnis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich gerade auch sehr. Ja. Ja, absolut, ja. Weil mir das schon Sorgen gemacht hat. Mhm. Allein das Wort Fettleber hört sich auch schon echt unangenehm an. Ja. Ich Ah, oh, happy. Ich bin ja letztes Jahr nach diesem Ergebnis da rausgekrochen gekommen und war richtig übelst schlecht gelaunt, ja. Und jetzt, ich freue mich total. Absolut, hätte ich nicht gedacht. Nächster Check, diesmal im Diabeteszentrum. Hier hatte ich vor einigen Monaten die Diagnose Prädiabetes, also Zuckervorstufe, bekommen. Vor 2 Tagen habe ich wieder einen Glukosebelastungstest gemacht. Denn der Zuckerspiegel und die Ausschüttung des Hormons Insulin haben unmittelbaren Einfluss auf mein Übergewicht. So, kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Super, danke. So, hier sind die Werte. Beim letzten Mal hatten wir ja die Vorstufe zum Diabetes. Wir haben ja vom Prädiabetes gesprochen. Sie liegen jetzt unter 100. Sie steigen maximal auf 160 an. Und sind dann nach 2 Stunden bei 69. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wir haben Ihren Prädiabetes, Ihre Vorstufe zum Diabetes wieder zurückgeführt. Sie haben jetzt gar nichts mehr. Sie haben keine auffälligen Blutzuckerwerte mehr. Und das heißt, das hat sich schon deutlich bemerkbar gemacht. Wow, wenn man das ist mega. Wenn man die anderen Werte sieht, da war ja nichts groß Auffälliges, aber alle sind etwas besser geworden. Und das zeigt im Endeffekt, dass man, auch wenn es vielleicht von kosmetischen her, Sie sagen, ah, das könnte noch ein bisschen mehr sein, vom medizinischen ich schon sehr, sehr zufrieden bin. Das ist cool. Ich bin echt sehr erleichtert. Doch offenbar mache ich bei meiner Low-Carb-Ernährung noch immer Fehler, die den Zuckerspiegel hochtreiben. Wir gehen Ernährungsprotokolle und Zucker-App durch und bleiben unter anderem bei einmal Obst am Tag hängen. Durch Ihre hohe Insulinproduktion, die Sie haben, die wahrscheinlich genetisch bedingt ist, führt es dazu, dass dann die Insulinspiegel ansteigen und Sie dann eine 80%ige Blockade der Fettverbrennung haben. Und die hält dann auch für länger an. Dann brauchen Sie wieder eine ganze Zeit, 4-5 Tage. Und das kann wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Sie mit Ihrem Gewicht nicht so große Erfolge haben, wie Sie sich das gewünscht haben. Kleine Fehler, große Wirkung. Knapp 40% der Deutschen haben eine hohe Insulinproduktion, häufig genetisch vererbt. Unmöglich ist Abnehmen trotzdem nicht. Es dauert halt nur deutlich länger als bei anderen Menschen. Habe ich viel Insulin in meinem Körper, dann habe ich ein hohes Risiko, übergewichtig zu werden und das Gewicht nicht wieder zu verlieren.
habe ich wenig Gene und da haben sie leider, als die Gene verteilt wurden, an der falschen Stelle hier geschrieben. So, ja, ich habe ein Lob bekommen, weil die Blutwerte echt sehr gut geworden sind. Das ist schön. Weniger schön ist, dass die Ursache für meinen hohen Insulinspiegel genetisch verankert zu sein scheint. Das ist nicht gut. Und ernährungstechnisch kann ich wohl noch einiges schrauben. Keine Milch mehr, auch keine Hafermilch und gar kein Obst mehr. Das wird hart. Was bleibt also nach einem Jahr im Einsatz gegen das Übergewicht? Mein Bauchumfang hat sich um 16 cm reduziert. Ich habe mehr Muskeln aufgebaut, jedoch nur 8 Kilo Fett verloren, wiege jetzt 97 Kilo. Im Vergleich zum Vorjahr bin ich gesünder und deutlich fitter. Tatsächlich habe ich das Jahr für mich gebraucht, um aufzuräumen. Ich habe im Job und auch im Privaten Abstand zu Situationen, auch zu Dingen geschaffen, die mich vorher unter Druck gesetzt haben. Ich habe wieder richtig mit Sport angefangen, vieles auch in der Ernährung umgestellt. Aber da ist noch Luft nach oben. Das Ganze ist ja auch ein Prozess. Und ich mache jetzt einfach weiter. Was kann ich noch sagen? Man muss wirklich jedes Steinchen umdrehen und bereit sein, alles checken zu lassen. Und sich dann selber seinen ganz persönlichen Abnehmweg suchen. Abnehmen braucht Zeit. Seid also nicht so ungeduldig mit euch selbst. Jedes Gramm weniger macht gesünder.